So, herzlich willkommen zurück zu Call of Doom Extermination Day. Map 9. Habe ich gerade ernsthaft was im Auge? Ein Hauptmap. So, so. Ach, tschau. Yeah. Okay, let's go. Ja, wie gesagt, bei der Map, ich kann mal so gucken, weil ich sag, bei der Map jetzt am Anfang dieses Glitzerproblem, ob ich das irgendwie deaktivieren kann. Nee, ich glaube, damit hat nichts zu tun. Blood Types, Voids, Particles. Boys. Kann man das... Achso, das direkt bei Bruteltum-Option gibt es ja auch noch, oder? Nein, gibt's nicht. Das war nur bei Project Brutality. Doch, hier doch, Bruteltum-Option. Performance-Option. Decals. Was gibt es in Blood Pools? Genau, das... Ja. Also zum einen das hier natürlich, das wäre ganz sinnvoll. Das setzen wir mal auf. Achso, das kann man gar nicht verändern. Ich dachte, man kann hier die 30 Sekunden verändern. Multiplayer brauchen wir nicht. Wir brauchen Singleplayer. Und Blood Amount machen wir mal auf Low. Und das hier setzen wir am Uhr. Ja, okay. Aha. Okay. So. Sehr schön. Whatever. Okay. Gut, das sieht schon mal gut aus. Dann. Jetzt bin ich gerade beim Überlegen. Ich mache mal kurz Change Map. E-Day 09. Ob jetzt auch die Sachen decayen, die quasi hier bereits vorhanden sind. Oder ob das quasi, weil das zur Map-Dekoration gehört. Ne, bleibt immer noch da. Ob das dann quasi auch verschwindet, aber das bleibt immer noch da. Naja, ja hier, diese ganzen Sachen halt. Das ist nicht nett. Man merkt jetzt schon, wie jetzt schon die Framerate runtergeht. Das ist nicht gut. Das Walla nicht gut. Na gut, wir werden es einfach mal probieren. Wenn nicht, muss ich diese Map halt dann doch ein bisschen überspringen. Die Waffe sieht gut aus, by the way. Was ist das für eine? Eine, die wir schon haben? Tatsächlich, eine, die wir schon haben. Ist das die Sniper, die wir haben? Doch, das könnte die sein. Ja, ist so. Das ist genau die Sniper, die wir haben. Dann kommst du wieder nach da. Ich nehme die hier. Meine gefällt mir besser. Die hat diese Gravierungen. So, gut, dann gehen wir einfach mal irgendwo hin. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Tür an. Oder auch nicht. What the fuck, 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 what the fuck. Hä? Warum von hinten? Okay. Der Knopf ist böse. Fangen wir doch hier an. Oh. Von da kam die also. Ja,
Oh mein Gott, hast du die Revolver? Weg mit dir. Yay! Wir haben Revolver. Jetzt sind wir auch wieder ein Revolverheld. Sehr geile Kacke. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Jetzt sind die ganzen Viecher natürlich alle aufgeweckt. Das ist nicht so geil. Gut, die da hinten noch nicht. Doch, die sind auch hoch. Scheiße. Gut, dann können wir natürlich mit der Schrotflinte komplett vergessen. Dann müssen wir die genau mit der Pistole einzeln abarbeiten. Die sind viel zu schnell. Gott, Alter. Die sind halt so scheiße schnell, vor allem mit ihrer komischen Axis immer wo sie rumschleppen. Da haben die, ne, die sind quasi genauso gefährlich wie die Pinkies. Von der Reichweite her. Sind aber halt viel schneller als die Pinkies. Dafür können die einen sehr schnell, gerade wenn sie zu mehrere sind, einen sehr schnell in die Knie zwingen. Das würde mich aber mal interessieren, ob die Dinger jetzt doch hier verschwinden oder nicht. Vor allem zum Glück hat scheinbar doch nicht so ein Performance-Impact. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn die da verschwinden würden. Aber wir haben jetzt schon nur noch 3 Bilder pro Sekunde gefühlt. Ja, wie wir da hinten reinkommen, ich habe keine Ahnung. Nicht wahr. Oh oh. Hello, Motherfucker. So, machen wir das gucken. Da müssen wir später drücken. Aber erstmal würde ich hier hinten die Shotgunner gerne loswerden, die uns hier erwarten. Sehr schön. Das war doch grandios. What the fuck? Stirb leider. Das ist ja noch einer, Alter. Was? Och, die 2 Schüsse, was ist mit dem los? Scheißlos, Souls, Alter. Gibt's von dir noch mehr? Oh, warum kommt jetzt raus? Finde ich gar nicht okay. Konnichiwa. Kaffee und Kuchen. Dankeschön, Dankeschön. So, hier hinter. Oh, also. Jetzt haben wir hier noch einen dritten Ammo-Typ. Oder, nee. Gibt's ja bloß 2. Also, auf jeden Fall haben wir jetzt halt den zweiten Typ von Waffen. Das mit 3 Typen war ja Project Brutality. So. Sehr gut. Das ist eine schöne Waffe. Ah ne, korrigiere, ist keine schöne Waffe.
Danke, dass du mir die Hälfte der Arbeit abgenommen hast. Okay, dafür war der Schalter. Ich hab ihn doch. Wie konnte er mich, wenn ich ihn gerade. Das. So funktioniert die Kausalität nicht. Feiern wir jetzt hier. Oh, das ist ein Backpack. Nehmen wir's? Ja, komm. So viel Defizite, wie wir haben, Munition, da ist das ganz okay. So, ich muss jetzt aufpassen, hier kommen wir in Bereiche, wo ich Gestöhn höre. Das war's schon. Oh, das ging relativ simpel. So, da müssen wir jetzt aufpassen. Denn hat er sich gerade selbst angegriffen? Ist der dumm oder so? Ja, siehst du, die ganzen Sachen bleiben mir einfach liegen. Das ist ja nett. Ja, da scheint das ja relativ gut zu funktionieren, ja. Na egal. Jetzt war nach dem Map eh wieder zurück, von daher ist mir das jetzt egal. Fürs Protokoll, ich wollte gerade nicht die Schrotflinte benutzen. Tut mir irgendwie leid. Ach Gott. Denn die hier macht nämlich viel mehr Sinn. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, so ganz. Holy shit, holy shit, holy shit. Nee. So, dann nehmen wir mal hier. What the fuck? Wo kommt der jetzt gerade von mir her? Kriegst ja Panikattacken. Wer geht aber zurück? Das war ganz schlecht. Ach scheiße. Das war richtig schlecht. Das war ganz, ganz dumm. Ach Mann. Ey.
Sehr schön. So, wie erledige ich die da oben am besten? Ja, okay, das war klar. gut, wenn aktiviert habe ich den Schalter, das heißt, ich muss jetzt offen sein. Gehe ich einfach mal von hinten rum. Hallo? Warum kommen die nicht raus? Warum bleiben die da so komisch stecken? Ist ja ein bisschen seltsam. Schnell raus hier. Fuck you. You too. Was? Ah. Ah. Hätte man doch erklärt? So. Alter, da war ja was. Den Dings habe ich ja komplett vergessen. Nope, du diest. So. Können wir jetzt hier bald mal wieder die Munition einsammeln? Sehr schön. Alter, wie das hier, Alter, diese drei Bilder pro Sekunde, ne? Okay. Dann, so lang geht's gar nicht. Och nö, jetzt kommt ja der spannendste, der spaßigste Teil der Map. Warum gehst du hier zu? Achso, siehst du, wo wir auch noch rein könnten? Ist halt hier. Die Sache ist, ich weiß nicht, wie ich in den Raum da reinkomme. Ich habe da schon alles Mögliche probiert. Außer Noclip funktioniert gar nichts. Hallo? Ich habe keine Ahnung. Was ich da machen muss. Können wir mal probieren, ein bisschen rumzuwerfen hier? Nope. Aber ich schätze mal, dass diese Sachen irgendwas damit zu tun haben. Ich schmeiß einfach mal ein paar Sachen rum. Klang jetzt auch nicht gerade erfolgreich. Nope. Nope. Wie denn dann? Achso, diese Secret haben wir auch noch nicht gemacht. Ah ja. Später irgendwann mal. Ich wüsste echt gerne, wie das da geht. Man hat ja aber auch keinen Hint oder irgendwie sowas, ne? Das ist ein bisschen deprimierend.
No chance at all. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Das ist ein bisschen blöd. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. Schade eigentlich. Na gut, was soll's. Lassen wir es halt. So wie immer. So, hier haben wir eine ganze Menge Munition für unsere Lieblingswaffe. Die werden wir wahrscheinlich auch brauchen, denn dieser Raum hier wird heftig. Vor allem, weil er hier auch wieder so einen scheiß reflektierenden Boden hat, der komplett alle FPS schluckt. Oh man, das wird mir Spaß. Wait a minute, wenn ich jetzt... Ne, die kommt trotzdem. Welche Waffe, by the way? Ah! Boah, Alter. Geht aber gar nicht, ey. Genau, die Waffe brauche ich. Silencer funktioniert sowieso nicht. Hallo? Was war das gerade für eine Aktion? Falsche Waffe. Nein! Fuck! Nein! Wo bist du denn? Boah, das geht so ja nicht. Wie kann das funktionieren? Haben wir? Wir haben noch Claymore-Minen, ne? Oder irgendwie sowas. Was? Whatever. Genau. Oh, er ist noch Bescheid. Eben, die kann ich direkt so aufstellen, wie ich sie brauche. Dachte gerade, sind die ferngesteuerten, aber eben, ist ja die Klemmerminen waren ja die, die mit Bewegungsmelder arbeiten. Das macht die Sache ein bisschen einfacher, dann mache ich die doch trotzdem zwar hier hin. Ja. Genau. Was haben wir denn noch? Genau, das ist nämlich das C4. Was ich dann nochmal als. Ne? Als zweite Alternative dann benutzen würde gerne. So, okay, C4, das warst du. Aktiviert wirst du mit... Okay, einfach mit der linken Maustaste. Testen. Scheint zu funktionieren. Sehr gut. Mit diesen Claymore-Minen komme ich mir direkt vor wie ein Half-Life, Alter. Ja, wie können die alle überleben? Da ist ja quasi gar keiner gestorben. Hat er voll viel gebracht, ey. That's Bullshit. That's Bullshit, Bullshit, Bullshit. Danke. 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 Das ist jetzt eher unberuhigend. Ist auch egal. Vielleicht kann ich die anlocken, indem ich die erstmal quasi gegen die Waffe laufen lasse. Indem ich die Waffe quasi in die andere Richtung schicke, also quasi einmal so hier, dann wird die Waffe quasi erst dann gezündet, wenn manche schon drüber gelaufen sind, was dafür sorgt, dass die Gegner in der Regel näher dran sind.
wenn ihr versteht, was ich meine. Setzen wir noch eine dahin. Oh, das ist vielleicht ein bisschen sehr nah. Ich wollte eigentlich hier setzen. So. Ich glaube, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Das da. Einfach ein paar großzügig verteilen? Weiß ich nicht. Bringt das was? Weil hier zwei direkt, ne? Hat überhaupt nichts gebracht. Das war irgendwie komplett, wie das lässt. Wir probieren es erstmal so. Okay, am besten setzen wir ein paar Claymore-Minen direkt hier vor meinem Haus. Vor meiner Hütte. Das würde ich dann gerne einmal. Was? Whatever. Ja. Ach so! Das, oh, um die Feinde anzulocken. Ich mache quasi gerade Lärm. Ich drücke gerade nämlich dieses Alt-Taut, also hier dieses, da unten Alt-Fire, dieses Taut. Ja, das, ich mache da quasi Geräusche, um die Gegner zu locken. Das ist natürlich auch eine witzige Art. Eine witzige, ja, witzig halt. Gibt's das bei dem C4 auch? Nö. Man kann das C4 auch werfen? Oder meinen Sie damit einfach dieses Ablegen? Oh, doch, ich kann es. Achso, ja, okay, also das Ablegen ist quasi werfen. Ich werfe das quasi. Das ist natürlich nice. Das ist jetzt natürlich nicht so nice. Ja. So, okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Dann packe ich dich mal. Nee, immer gegen die Richtung, damit die erst detonieren, wenn die Gegner schon da sind. Und nicht schon vorher. Also quasi, nein, Mann, das da. Die Frage ist, wie weit ist da ein Sprengradius? Würden die damit jetzt auch uns erledigen, wenn wir da hinten rumstehen? Ich hoffe mal nicht. Denn wenn doch, haben wir ein ganz schönes Problem. Okay, ab in die Haie. Die teleportieren sich rein. Ja. Das bringt gar nichts. Ach, scheiß die Wand an. Na gut, dann können wir das mit den Dingern hier komplett vergessen. Wäre auch so schön gewesen. Die teleportieren sich rein. Weil hier die spawnen hier hinten. Und das Problem ist, dann bringen diese Tautdinger auch, die Tautdinger, diese Claymore-Mine überhaupt gar nicht, weil die sich ja nacheinander rein teleportieren. Das heißt, ich würde mit jeder Claymore-Mine gerade mal einen einzigen Gegner haben. Oh. Ich hätte hier nicht reinlaufen sollen. Was? Wie kommst du denn hier rein? Wie lange geht die Aufnahme schon? Ich glaube, wir machen jetzt nochmal Aufnahmepause. Die Map, die wird definitiv zu lang, ja, nee, komm. Dann machen wir an der Stelle Aufnahmepause, denn wird das ein Zweiteiler. Wir werden hier noch einige Zeit drin verbringen dürfen. Diese Map hat's in sich. Bis dann.